Ich mache einen kleinen Vortrag über das NLP. NLP bedeutet neurolinguistisches Programmieren. Das steckt auch schon teilweise in den Wörtern. Das möchte also NLP versucht, die Vorgänge im Gehirn mit Hilfe von Sprachen systematisch zu verändern. So, NLP ist quasi ein Überbegriff für verschiedene Werkzeuge. Was ist NLP? NLP ist eine Sammlung von Konzepten, Methoden und Kommunikationstechniken zur Veränderung psychischer Abläufe im Menschen. Hierzu bedient sich NLP bei der Gestaltungs- und Hypnosetherapie sowie Kognitionswissenschaften. Bis jetzt hat keine Fragen, denke ich mal. So. Gründer des Formats NLP war der Mathematiker Richard Bandler und der Linguistikdozent John Grinder. Die beiden Herren haben sich verschiedene Sachen angeguckt und haben gedacht, okay, was machen manche Menschen so besonders? Und haben sich immer geguckt, aha, von dem Herrn sind die Stärke rhetorisch, warum kann der Leute richtig überzeugen? Haben den anderen analysiert und haben dann versucht, das runterzubrechen auf ein Modell, dass man dann leicht verstehen kann. Also wie bei einer Programmiersprache, dass man dann ein gewisses Syntax hat und wenn man den Syntax dann irgendjemand gegeben hat, wo sich mit der Materie nicht ausgekannt hat und das genau danach gemacht hat und das gleiche Ergebnis dann rauskam, haben sie gesagt, super, jetzt haben wir ein schönes Werkzeug gefunden, wo vielleicht verständlich war und wo jeder damit arbeiten konnte. Und da haben sie verschiedene Sachen dann im NLP erfasst. Dabei wurde bei NLP wurde verschiedene Sachen aus anderen Bereichen halt, sagen wir so, einverleibt. Die haben geguckt, was machen andere? Wunderbar, das gefällt uns auch, brechen wir bei uns auch runter. Nennen dann vielleicht das anders. So. Ups, jetzt los. Zu weit, sorry. Okay. Dann die zentrale Grundannahme. Die Modelle von NLP legen zugrunde, dass die Umwelt durch verschiedenste Wahrnehmungskanäle auf den Menschen wirkt und bei korrekter Reizung eine Reaktion stattfindet. Wenn man jemanden haut, sagt er, ah, ouch. Oder wenn er irgendwas Besonderes sieht, ein Hund sieht einen Knochen, was kommt dann? Gleichzeitig kommt der Speichelfluss. Und bei Menschen ist es ähnlich. Wenn man Menschen beobachtet und es passiert gerade irgendetwas, dann ist eigentlich das Resultat, was der Mensch dann macht, fast vorhersehbar meistens. Das hat aber dann verschiedene Umgebungsvariablen, na klar. So. Um das etwas genauer zu spezialisieren, der Mensch, wahrscheinlich habt ihr schon mal davon gehört, hat verschiedene Wahrnehmungskanäle. Die Wahrnehmungskanäle, davon gibt es insgesamt 5. Das eine ist visuell. Das ist dann das Sehen übers Auge. Auditiv hören mit den Ohren. Kinästhetisch fühlen. Fühlen ist einerseits klar mit den Händen und andererseits, na klar, auch die ganze Hautoberfläche. Beim olfaktorisch, das Riechen ist dann über die Nase. Und das gustatorisch ist das Schmecken dann im Mund über die Geschmacksknospen. Was das Ganze jetzt hat, auf sich hat, tut sich gleich auf den nächsten Folien dann erschließen. Das sind jetzt gerade so die Basics, wo ich jetzt anfange. So. Gut. Habe ich vorhin schon leider etwas vorgegriffen. Wie gesagt, reproduzierbare Modelle haben sie erstellt. Hierzu haben sie Menschen studiert, die das besonders gut konnten. So. Moment mal, irgendwie sind meine Folien durcheinander. Gut. Augenzugangshinweise. Ich habe vorhin kurz erzählt, was es verschiedene Wahrnehmungskanäle gibt. Zu einem von den Wahrnehmungskanälen ist ein kleines Auge. Und hier gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, Sachen wahrzunehmen und auch bei anderen Leuten zu sehen. Hier habe ich eine kurze Überblick gemacht über verschiedene Modelle, die ich kurz mal angesprochen habe. Das sind eigentlich so die bekanntesten und am einfachsten zu erklären
Es gibt noch viele mehr Modelle, die dann teilweise viel komplexer sind. Über verschiedenste Modelle brauchen wir dann, um auch aufs nächste Modell überzugehen. So. Was hat na klar verschiedene Modelle für sich? Ich will na klar beim NLP eine maßgeschneiderte Kommunikation haben, um dann mit dem Gegenüber richtig kommunizieren zu können. Um aber den Gegenüber mit dem richtig kommunizieren zu können, muss ich auch wissen, welche von den Kanälen, die ich ja vorhin erwähnt habe, ich ansprechen muss. Und damit dann ich weiß, aha, was für ein Typ von Mensch ist der und wie kann ich den am besten erreichen. So, dazu kann man dann die Sprache von dem Gegenüber analysieren, wie er irgendwas betont, wie er irgendwas sagt, was für Eigenarten er hat, zum Beispiel Dialekt. Wenn man den Dialekt teilweise dann kopiert, das ist dann später Pacen und Leasen, kann man dann auch Sympathie und alles erzeugen. Genauso gut kann man auch die Körpersprache kopieren. So, visuell. Es sieht so aus, das ist jetzt nicht kein Teufel oder sonst was, ich wollte jetzt gerade Beispiel machen, wenn man jemandem was erklärt und er dann darauf eine Antwort gibt, kann man aufgrund von den Augenbewegungen, das ist von den Menschen nicht groß zu beeinflussen, kann man dann schauen, woher holt er sich die Informationen. Teilweise ist zum Beispiel beim Pokerspieler, kann man als Beispiel, die haben ja recht oft Sonnenbrille auf. Warum? Weil wenn man sich irgendwas erfindet oder sowas, machen dann die Augen eine gewisse Bewegung. Wenn man das nicht trainiert hat, das wegzubekommen oder sowas, dann verraten die was über den Menschen und daraufhin kann man dann auch was herableiten und sagen, aha, es sieht dann so aus, er hat sich jetzt gerade an was erinnert, war vielleicht dann eine schöne Erinnerung oder er hat jetzt gerade sich irgendwas zusammengereimt, visuell konstruiert. Zum Beispiel, wenn es eine mathematische Aufgabe gibt, dann sieht es so aus, dass dann die Augenbewegung nach rechts oben geht. Das heißt, der Mensch guckt dann nach rechts oben. Muss nicht unbedingt sein, nicht jedes Modell ist 100% perfekt. Ich habe an der Stelle ein bisschen ein Problem, weil die haben das versucht, mit Studien zu belegen und genau. Hat nicht geklappt. Ja. Was hilft mir das? Also offensichtlich ist es ja nicht so. Also, das ist ja, ich kann ja nicht sagen, ich habe hier ein Modell genau. Und das trifft aber nicht immer zu. Das ist ja das da, mit der Studie. Die Frage ist immer bei den Studien, wer hat es bezahlt? Das ist einerseits. Und zweiterseits ist es ja so, bei der Studie ist es immer die Frage, auf was war der Schwerpunkt von der Studie? Weil meistens ist es dann vielleicht das, was man rausliest aus einer Studie, ist ja dann auch wieder eine eigene Perspektive. Das heißt, jeder hat einen anderen Blickwinkel. Und bei den Studien ist halt das Problem, weil, ob es jetzt genau eine Studie dazu gab, kann ich jetzt nicht sagen. Was ich jetzt halt versuche euch zu mitteln, ist das, was ich selbst bei meinem Kurs beigebracht bekommen habe. Okay. Ja. War nur die Zwischenfrage, weil ist ja in generell denke ich, also was man vielleicht bei dem Thema einfach erwähnen sollte, dass NLP gar nicht so unkritisch gesehen wird und es ja. Wesentlich mehr ist wie nur so ein bisschen eine Sammlung von ein paar Gesprächstechniken und man vielleicht sich dazu auch die Kritik ansehen sollte. Wenn ja, man das NLP angeht. Muss man dazu sagen, das habe ich auch viel gehört von Hörern sagen, ist etwa, hat auch eine gewisse verbrannte Erde dann hinterlassen, teilweise früher im Vertrieb. Weil einfach NLP ist auch etwas, man kann manipulativ eingesetzt werden. Aber kann genauso gut eingesetzt werden, um nicht unbedingt manipulativ zu sein, sondern einfach um die Kommunikation zu verbessern mit anderen Leuten. Das ist wie fast alle Sachen. Man kann Gutes damit machen, man kann aber auch Schlechtes damit machen. Und dann ist auch die Frage, die Werkzeuge. Das eine Werkzeug liegt dem einen, das andere dem anderen. Die Sache ist aber auch die, bei Werkzeugen, man muss auch erstmal lernen, damit richtig umzugehen. Wenn man irgendwas über die Kommunikation macht, muss man dann erstmal auch etwas länger damit vielleicht trainieren, um auf die Feinheiten und die Nuancen dann auf der Sprache zu achten.
wenn man nicht auf die Nuancen achten kann oder sonst irgendwas und das nicht trainiert hat, dann hilft das nicht viel. Ich habe zum Beispiel jetzt auch noch ein bisschen Probleme mit der Augenbewegung, kriege ich auch nicht mit. Ich gucke dann eher auf die Kommunikation, die Stimmlage oder sowas und versuche ein bisschen auch den Dialekt zu kopieren bei gewissen Sachen. Das ist aber Sache. Das Gleiche ist, als ich beim NLP-Kurs ist, man macht auch recht viel, ist es ja Persönlichkeitsentwicklung, was NLP am Anfang macht. Die Leute, wo eigentlich so NLP-Kurse mitmachen, das wollte ich dann eigentlich zum Schluss noch ein bisschen sagen, kann ich aber jetzt vorwegnehmen, sind eigentlich dann, gehen dann meistens in eine Trainerlaufbahn. Das heißt, die versuchen dann eigentlich später dann Leute zu beeinflussen, zu einem positiven Ergebnis oder gewisse Probleme zu lösen. NLP hat auch Werkzeuge aus anderen Bereichen, wo dann irgendwelche Phobien gelöst werden können oder sowas. Und das habe ich bei meinem Kurs auch gelernt. Nur für mich ist das Thema zu heiß. Weil einfach dafür gibt es ausgebildete Fachkräfte, die sowas lernen und die sollten das dann auch machen. Weil man kann viel falsch machen bei so Sachen. Und man muss dann auch das Feingefühl dazu haben. Und ich sage einfach nur, NLP ist für mich ein guter Werkzeugkasten, wo ich mir gewisse Sachen in meiner Umwelt erklären kann, wo ich vorher gedacht habe, das ist einfach so. Und zum Schluss habe ich jetzt halt einfach mein NLP, das ist das Muster oder das ist das Muster. Lustig ist zum Beispiel dann auch, wenn du dann auf einmal deinen Vorgesetzten siehst und dann siehst, wie er dich kopiert. Das ist das, was ich dann kurz später anreiße. Einfach um zu sagen, aha, er versucht dann Sympathie zu gewinnen. Und dann später Pacing und Leading, was ich dann auch noch erkläre, dann auch irgendwann später vielleicht in die Führungsrolle wieder zu kommen und einfach auch dich zu beeinflussen. Deswegen, du hast schon recht, NLP ist ein zweischneidiges Schwert und manche Leute sagen, wunderbar, ist wunderbar, super, andere tun halt das unter anderem Namen verkaufen. Es wird fast nichts neu erfunden. Es hat alles einen neuen Namen oder wird teilweise etwas optimiert, verbessert. Und dann wird es unter einem neuen Namen verkauft. Können wir später gerne noch halten. So, gut. Visuelle Augenbewegung. Oben rechts, wenn man guckt, visuell erinnert. Oben links, visuell konstruiert. Die Augenbewegung ist immer vom Gegenüber jetzt gesehen, nicht von dir selbst. Das heißt, aus der Sicht von dem Betrachter, meine ich das jetzt. So, dann geht's horizontal rechts und horizontal links. Das heißt, entweder nach rechts schauen oder nach links schauen. Das Auditiv, haben wir ja vorhin gehört, das wäre dann eigentlich, man tut sich was vom Gehör her vorstellen. Und nach links, man tut sich dann was versuchen, wie soll man sagen, zu konstruieren. So, unten rechts ist dann der innere Dialog. Das heißt, man tut mit sich selbst verschiedene Überlegungen in sich herangehen und dann selbst denken, Entscheidungen versuchen zu treffen. Unten links ist dann die kinästhetische Variante, wo man dann versuchen kann, rauszulesen. Das sind jetzt, na klar, nicht alle, wo ich jetzt aufgezählt habe. Der vorhin aufgepasst hat, wir hatten vorhin 5. Es fehlen ja noch 2 und die 2 kann man dann höchstens darüber rausbekommen, indem man sagt, okay, bei olfaktorisch, man schaut auf die Nasenflügel, ob die sich bewegen bei dem Gegenüber. Und beim gustatorisch, beim Schmecken, ob ich dann irgendwelche Schluckbewegungen sehe oder die Lippen sich dann bewegen oder man sie anfeuchtet. So. So, für was brauchen wir das? Ich habe jetzt einmal das Visuelle versucht aufzubringen. Das heißt, wenn man jemanden analysiert aufgrund mit den Augen. Jetzt gibt es ja die zweite Möglichkeit, man tut versuchen, die Sprache zu analysieren über das Gehör. Über das Gehör wäre dann das WAC-Modell. Das heißt dann visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch wieder. Und hier habe ich dann versucht, euch mal 2, 3 Wörter als Schlüsselwörter, die man dann vielleicht bei jemandem hören kann, wenn er irgendwas erklärt,
um zu sehen, aha, was am Typ Mensch ist der Gegenüber überhaupt. Um es rauszumachen. Wenn er halt recht oft sagt, okay, ich sehe was, ich schaue mir das an, oder da muss man jetzt fokussiert auf was achten, dann ist der Typ gegenüber ein sehr stark visueller Typ. Das heißt, wenn ich dann bei meiner Kommunikation mit ihm rede, sollte ich versuchen, ihm visuell das irgendwie zu beschreiben. Oder gegebenenfalls bei einem Vortrag, wenn ich da sowas mache, an die Tafel gehen und an der Tafel das aufzeichnen. Dann habe ich den visuellen Typ mitbekommen. Die Lehrern wissen ja, man sollte ja mindestens die drei Wahrnehmungsformen richtig ansprechen. Das heißt, man sollte versuchen, irgendwas visuell zu zeigen und dann noch gleichzeitig über die Sprache gewisse Sachen noch zu unterstreichen. Und die Person das danach nochmal wiederholen lassen, damit es sich richtig anfestigt. So, auditiv als Beispiel anhören, hören, klingen. Oder es klingt so, würde dann die Person sagen. Beim Kinästhetisch wäre es dann anfassen, fühlen, schwer, warm, kalt. Wobei, es ist halt alles so eine Art Mischung. Das heißt, jeder Mensch in seinem Sprachgebrauch tut ja auch verschiedene andere Begriffe noch mitbenutzen. Das heißt, man muss dann wirklich das richtig üben und schauen, wie es ist. Das. Man ist nicht unbedingt immer 100% nur das eine, sondern jeder Mensch ist das so eine Art Mischform. Und darauf sollte man dann achten. So. Bei olfaktorischen Typen, die sagen dann halt, es duftet, es stinkt, es riecht. Sehr häufig. Bei gustatorischen heißt dann Essen scharf, sauer. Aber das ist auch bei einer Beschreibung, wenn die Worte klar gesagt. Das ist immer dann eine Abwägungssache. So, jetzt die Information aus dem Visuellen, was wir vorhin gesprochen haben. Das heißt, die Augenbewegung, was die Flügel machen oder sowas, plus die Analyse von der Sprache. Und das hilft eigentlich demjenigen, der das NLP anwendet, die Entscheidung, wie tue ich richtig mit dem anderen gegenüber kommunizieren. Worauf kann ich drüber, wie kann ich den am besten ansprechen, so dass er mich gut versteht und dass ich dann auch die Sympathie besser aufbauen kann. Weil wenn ich komplett an dem Wahrnehmungskanal von dem anderen vorbeirede, dann ist Konflikte sind dann schon teilweise etwas vorprogrammiert, weil der andere nur die Hälfte von den Informationen überhaupt aufnimmt. Das ist ja das Problem bei den Leuten, wenn man miteinander telefoniert. Und man versucht mit einem visuellen Typen zu telefonieren, der hört ja nur das Auditive. Man spricht ja nur über die Sprache. Das heißt, sein Wahrnehmungskanal, wo er eigentlich besonders stark ausgeprägt hat, wird ja nicht richtig angesprochen. Für so viele Leute wären eigentlich wieder Bildtelefone nicht schlecht. Wenn man dann aber bei ihm gegenüber sitzt, dann kommen die Informationen viel mehr rüber. So. Gut, ein Werkzeug vom NLP ist das Pacing und das Leading. Beim Pacing, das heißt, Pacing, das Spiegeln von Gesten, Sprachen, wird als Pacing bezeichnet. So, das benutzt man sehr gern, um Sympathie zu erzeugen oder um dann später den anderen zu beeinflussen. So, am besten ist es, wenn ihr mal jemanden beobachtet oder sowas oder eine Gruppe beobachtet und irgendeiner vorne sitzt. Irgendwann schaut er mal in die Reihe von einer Gruppe und dann seht ihr zum Beispiel, dass alle die Beine übereinander geschlagen haben. Das ist einfach, der Mensch spiegelt den Gegenüber irgendwann mal, wenn eine gewisse Sympathie da ist. Man muss aber auch sagen, da gibt es auch wieder Abstriche, na klar, wenn jemand kalt ist, kann er na klar schön die Arme zusammen machen, um seinen Körper zu wärmen. Es kann aber auch gleichzeitig als Bedeutung haben, das, was du sagst, ist mir total egal. Das heißt, das sind immer so feine Nuancen, wo man dann schauen muss. Aber das Pacing und Leading kann dann dazu genommen werden, wenn man zum Beispiel dann im Doppelgespräch ist und der Gegenüber komplett verschlossen ist und auch bewusst sich hinsetzt, so ganz locker, die Arme überschränkt und sagt, das, was du mir sagst, ist mir total egal. Dann tut man erstmal pacen, das heißt, ich kopiere den Gegenüber, ich setze mich quasi genauso hin wie er, mache das eine Zeit lang, rede mit ihm ganz normal weiter und irgendwann
tue ich einfach meine Körperhaltung ändern. Der Gegenüber macht dann ganz unbewusst, macht das Gleiche. Das ist dann nämlich das Leaden. Das heißt, wenn der Rapport stark genug ist, kann man in Führung gehen. Das heißt, man kann den anderen so weit beeinflussen, dass er dann, wenn es nicht so starker Widerstand ist, da ist, zur gleichen Körperbewegung hinreißen lässt. Das heißt, der tut dann auch sich öffnen und dadurch, wenn er eine offenere Haltung hat, kann man dann auch viel einfacher mit ihm kommunizieren und die Möglichkeit ist dann auch da, die Information, dass er zu richtig durchdrängt, ist viel besser, als wenn er verschränkt hat. Weil jemand, der die Arme verschränkt hat, in der Diskussion oder sonst irgendwas, der blockt ja fast alles immer ab. Das ist ja eine innere Haltung. Wenn man aber dann die Körperspannung anders da ist, dann ist es viel leichter. Man sieht es auch zum Beispiel mit Leuten, die ganze Zeit mit gesenktem Haupt durchgehen, die sehen alles viel negativer. Da gibt es auch mal eine Studie darüber, da haben sie dann einfach Leuten einen Halskraus angegeben und da sind sie ja dann gezwungen, den Kopf hochzuhalten. Und die Leute haben das nicht so negativ an gewisse Sachen gesehen. Es ist einfach auch eine Sache, deswegen sagt man auch meistens beim Sport, wenn man was macht, nach vorne schauen, ist dann besser, als wenn man die ganze Zeit nur nach unten schaut, weil dann viele Sachen leichter fallen. Und so ist es dann Pacing und Leading auch zum Beispiel ein Werkzeug beim NLP, wo man dann sagt, okay, ich versuche den anderen zu beeinflussen. Und das Pacing und Leading kann ich na klar auch schön machen mit der Sprache. Wenn ich dann den Gegenüber die Sprache analysiert habe und weiß, aha, so und so sieht es aus, kann ich zum Beispiel den Dialekt versuchen zu kopieren, um einfach nochmal Sympathie zu erzeugen und dann auch eher an mein Ziel zu kommen. Klar, es sieht so aus, wenn man das nicht trainiert hat oder sowas, dann fällt es dem Gegenüber gleich auf und er denkt dann, was macht denn der Spinner so? Und man muss auch dazu sagen, kopieren bedeutet nicht 1:1. Das heißt, sobald sich einer hinten kratzt, dass ich das auch gleich so mache, sondern es heißt auch, ich kann es auch ein bisschen abgewandelt machen oder nur in ganz leichte Schritten machen. Recht oft sieht man das auch, wenn irgendwelche Dates sind oder sowas und die Sympathie ist sehr stark, dann greifen eigentlich beide gleichzeitig zum Getränkeglas. Das heißt, der eine hat Durst, der andere tut dann vollautomatisch auch hingreifen, obwohl er vielleicht nicht mal Durst hat. Einfach nur, weil die Sympathie dann da ist. So. Ankern. Ankern ist auch ein sehr wichtiges Thema Modell beim NLP. Ankern ist das bewusste Verbinden bestimmter Reize mit bestimmten Reaktionen. Ein Anker wird gerne genommen, um Personen wieder leichter ins Trotz zu setzen. So, das muss ich jetzt ein bisschen erklären. Ankern kann man vielleicht sagen, sieht so aus, man kann bei Menschen verschiedene Sachen ankern. Man kann einmal über die Sprache was ankern, das heißt über ein Schlüsselwort, aber man kann es auch mit einer Berührung ankern. Ein Beispiel, was gerne in der NLP-Ausbildung genommen ist, Boris Becker hat zum Beispiel auch einen sehr starken Anker, das heißt, jeder kennt wahrscheinlich, wenn er Boris Becker gewonnen hat, gibt es eine Becker-Faust. Das heißt, er tut eigentlich über die Geste, hat er sich ein Glücksgefühl geankert. Das heißt, immer wenn er die Bewegung macht, ist eigentlich sein Körper gut drauf. So, jetzt kann, wenn er dann weiß, ihm ist vielleicht mal schlecht, muss er gerade die gleiche Geste machen und der Körper tut dann die gleiche Endorphine wieder ausschütten. So, das muss man sagen, das geht in einer Kleinen nicht dauerhaft. Das heißt, das tut sich dann auch irgendwann abschwächen. Beim NLP-Ausbildung haben wir es dann auch gelernt, wie man Leute auf eine Berührung ankert. Da hat man dann angesprochen, was für den Gegenüber in Ordnung ist, hat ihn in gute Stimmung gebracht und hat dann einfach, indem man entweder auf der Schulter einen leichten Druck aufgemacht hat oder irgendein besonderes Wort gesagt hat, die Person geankert. Und es hat dann auch gezeigt, dass das funktioniert. Muss man sich dann ein paar Stunden mit beschäftigen. Und solche Anker werden auch gern genommen bei der Hypnose. Das heißt, wenn die Person erstmal in Hypnose versetzt wurde, da gibt es Unterschiede. Manche gehen leicht in Hypnose, manche etwas schwerer. Wenn man dann die Person in Hypnose gesetzt hat, setzt man dann auch noch einen Anker, damit man über den Anker die Person später, wenn man wieder mal eine Hypnose-Sitzung mit der Person macht, viel leichter wieder dann in die Trance reinführen kann.
Das heißt, eine Person, die schon mal hypnotisiert war, die kann man dann auch viel leichter wieder hypnotisieren. So. So, das war jetzt halt ein kurzer Ausblick über NLP. Jetzt hätte ich gesagt, wenn noch jemand Fragen hat oder sowas, könnte ich noch ein paar Sachen erklären. Ansonsten, beim NLP gibt es in Deutschland gibt's so zwei konkurrierende Studiengänge. Das eine sieht so aus, das ist vom Bendler, der hat NLP da jetzt freigegeben. Eigentlich die Jünger, wo bei ihm gelernt haben, geben ihre Zertifikate aus. Und dann gibt es na klar in Deutschland auch, ich glaube, das ist ein extra Verein, wo sie eingetragen haben. Und die haben ihre eigene. Das heißt, wenn man beim einen das Basic-Kurs macht, kann man nicht einfach rüberwechseln zum anderen, weil die in Deutschland sagen halt, okay, wir haben Schema F, das und das muss gebracht werden, bei uns sind mehr Stunden vonnöten, wir haben die qualifiziertere, bessere Ausbildung. Das ist alles immer eine Frage von der Sicht. Und je nachdem, was man sich entscheidet hat, kann man dann auch aufbauen. Meistens sieht es so aus, dass man dann beim NLP erstmal mit dem Practitioner anfängt. Das ist eigentlich so der Basic-Kurs. Wenn man dann den Practitioner gemacht hat, dann geht es eigentlich Richtung Master. Und wenn man dann den Master hinter sich gemacht hat, beim Master lernt man dann auch schon Leute selbst auszubilden. Und dann gibt es eigentlich noch einen weiteren Kurs, ich glaube Trainer oder sowas. Und das ist dann eigentlich die Ausbildung, um Leute zu coachen. Und das sind eigentlich, meistens machen dann halt wirklich die Leute, wo dann später in den Coaching-Bereich möchten, die Fortbildung in der Richtung. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich. Und schönen Abend.